Guten Morgen, meine Lieben, und willkommen zu Teil 4 unserer Urlaubsreihe. Oh mein Gott, wir sind schon 4 Tage hier, Schatz. Ja. Ja, es geht so schnell. Ja, gut, der erste Teil war fahren. Ja, das stimmt. Also, heute geht's für uns auf den Jänner. Das ist hier auch ein relativ hoher Berg. Es ist auch so, ja, weiß nicht. Also, es ist nicht so krass, wenn du sagst, du warst auf dem Jänner. 1800 Höhenmeter. Wir waren ja jetzt vorgestern auf dem Grünstein. 1300 Höhenmeter. Und jetzt wollen wir, wie gesagt, auf den Jänner. Und da sind wir jetzt gerade auf dem Weg zum Parkplatz. Und dann geht es da hoch. Da gibt es auch eine Jännerbahn, aber wir wollten gern zu Fuß gehen und nicht da mit der Bahn fahren. Ja, weil es natürlich viel zu einfach ist. Ne? Also, ja, wir müssen ja auch ein bisschen laufen. Und genau, da fahren wir jetzt eben hin. Und dann nachher auf den Jänner gibt es noch verschiedene Häuser, zum Beispiel das Stahlhaus und so. Und da wollen wir dann auch noch hingehen. Also gehen wir relativ viel oben auf dem Jänner. Und dann geht es natürlich nachher wieder runter. Ja, da werden wir auch nicht mit der Bahn fahren, sondern auch gehen, das Stück. Und ich bin auf jeden Fall super aufgeregt, wie das wird. Und ob ich das alles schaffe. Ich habe tatsächlich vom Grünstein noch einige Blessuren davon getragen. Mir tun meine Füße immer noch ein bisschen weh und ein bisschen Muskelkater im Po habe ich. Aber wir werden sehen, wie es klappt. Wenn es nicht klappt, kann man immer noch umdrehen. Ich bin auch sehr gespannt, wie Lia das mitmacht. Den Grünstein hat sie ja toll mitgemacht. Also sie ist auch 500 Meter, die letzten 500 Meter komplett allein gelaufen mit 20% Steigung und so. Also es hat sie auch richtig toll gemacht. Und sonst war sie halt die ganze Zeit in der Kraxe bei Felix und Felix hatte sie dann auf dem Rücken. Und ja, war wirklich richtig toll. Und jetzt sind wir, wie gesagt, gespannt, wie es läuft auf dem Jänner und vor allem, wie nachher der Ausblick ist. Felix hat mir vorhin schon ein paar Fotos gezeigt, aber ja, in echt ist natürlich noch was ganz anderes. Ja, mal schauen. Das ist hier geradeaus. Wir fahren jetzt, wie gesagt, auf den Parkplatz. Ja, schön chill mit den Bergen hier. Hier sieht man, oh mein Gott, Leute, schaut euch mal den riesengroßen Watzmann an. Krass!
sind wir im Jena-Gebäude, Jena-Bahn-Gebäude. Jetzt gehen wir erstmal schön was trinken. Auf die Terrasse. Gehen wieder runter. Die Kleine schläft. Wir haben oben das Sonnenverdeck drauf gemacht und jetzt schläft sie da. Und jetzt gehen wir da zu diesem Häuschen da. Das soll ein Stahlhaus. 45 Minuten sein. Das ist unser nächstes Ziel und dann schauen wir mal. Dann geht es eventuell noch zum Schneipsteinhaus, ne? Oder? Achso, ja, da laufen wir eh dran vorbei. Und dann, ja, mal gucken, was wir dann machen. Jetzt geht es erstmal da runter. Update von mir. Wir sind gerade wieder auf dem Rückweg. Wir waren jetzt auf dem Jänner obendrauf und da waren wir jetzt noch am Stahlhaus. Ist noch ein bisschen weiter gewesen und genau da oben ist der Jänner und wir waren jetzt wie gesagt noch hier hinten so um die Ecke rum. Das ist nochmal so eine Dreiviertelstunde Tour gewesen und jetzt gehen wir wieder zurück und ja, gehen dann jetzt zum Auto. Und dann ist auch Feierabend für heute. Wir haben schon kurz nach 3. Reicht also auch dann. So, da ist der Jänner. Da ist die Jännerbahn. Der Jänner-Gipfel oben drauf. Da waren wir vorhin. Und jetzt geht es hier komplett runter. Hier seht ihr den Weg. Da geht es jetzt runter. Sind wir vorhin auch hergekommen. Dann haben wir es geschafft. Es sind ungefähr noch 2 Stunden. Aber schauen wir auch noch, ne? Danke. Muss ja.
hier geht's jetzt runter. Und Leute, das ist so steil. Ne? Seht ihr, wie ich stehe? Ihr seht das nicht, das sieht so flach aus hier. Auf jeden Fall ist es mega steil. Und jetzt müssen wir hier einmal und dann da. Das habe ich euch gerade schon gezeigt. Kleine streichelt gerade den Papa. Ne? Kleine Belohnung für Papa, dass er dich die ganze Zeit trägt, Schatzi. Ja. Und das schätzt man echt. Ja. So, und dann geht's weiter. Und mit diesem Ausblick ist schon schön. Wetter ist auch ganz angenehm gerade. Wir haben, weiß nicht, wie viel Grad haben wir, Schatz? So, jetzt hier gerade mit Schatten und Wind 20? 20, naja, so ungefähr. Und in der Sonne halt 30 oder so. Ja, Sonne ist, wenn man Sonne hat, dann ist echt krass. Aber so jetzt im Schatten und mit dem Wind geht das einigermaßen. Ich habe auch noch keinen Sonnenbrand davon getragen, wo meine Wangen ganz schön rot sind. Nee, aber nee. Felix hat einen Sonnenbrand auf dem Nacken. Und ja. Auf der Stirn. Und auf der Stirn. Wir haben das ein bisschen unterschätzt. Aber ja, Mucki ist alles gut. Die hat ja so einen Sonnenschutz. Merkt die davon nicht so viel. Und wir gehen jetzt, wie gesagt, noch ein Stück hier so runter. Sind ungefähr bis zum Auto 8 Kilometer. Haben wir eben auf dem Schild gesehen. Aber die sind wir auch schon hochgegangen. Also gehen wir die auch wieder runter. Wir wollen ja später sagen können, dass wir hier oben waren und nicht runtergefahren sind. Das kann ja jeder der Bahn hier hoch und runter fahren. Wir wollen ja nicht was sagen können. Ja, und dann entspannen wir nur noch, ne? Unter die Dusche und dann Beine hoch. Gegessen haben wir ja. Ja. Mal ein bisschen Abendbrot essen, vielleicht noch mal kurz einkaufen. Stimmt. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch Lust zu habe heute. Ja, sonst morgen früh, aber besser heute Abend, dann hat man das auch schon abgehakt. Mal ein paar Sachen kaufen fürs Frühstück und so. Ja. Brot ist leer. Ne, Hase? Wieder ein kleines Update. Wir haben nämlich schon wieder bestimmt über die Hälfte geschafft. Ihr seht, ich habe doch einen kleinen Sonnenbrand davon getragen. Hier auch. Ihr seht das ein bisschen. Aber ist nicht schlimm. Ich habe mich gerade eingecremt. Wir sind jetzt auf jeden Fall hier gerade mitten durch den Wald. Ein roter Punkt. Also das heißt ein mittelschwerer Steig. Ne? Also ja, nichts mehr für Anfänger. Ich ist halt immer ein bisschen schmaler und mal, dass man halt so eine große Stufe immer runter muss oder so und halt querbeet. Also nicht so wie hier jetzt zum Beispiel, wo der Weg halt so richtig schön gemacht ist, sondern der ist halt so, wie die Natur ihn vorgibt. Du musst mal über eine Wurzel und so rüber. Ist jetzt schon ein bisschen anstrengender, aber er war jetzt auf jeden Fall kürzer und deswegen sind wir den Weg gegangen und nicht den richtigen, den wir halt hingegangen sind. Sondern wir sind halt. Oh, da kommen die Kühe gerade. Schnell weg! Genau, also wir sind halt den Weg. Es gibt halt zwei Wege. Wir sind halt am Anfang den gemachten Weg gegangen, den leichten. Und dann, also der war auch sehr steil und so, aber er war halt breit. Da kann auch ein Auto fahren und so. Und jetzt sind wir halt auf dem Rückweg einmal den Weg gegangen, der halt ein bisschen schmaler ist und wie gesagt, so einen roten Punkt hat halt, dass er so ein bisschen mittelschwer ist. Ja, und die nächste Stufe ist schon ein Klettersteig, also sehr schwer, also ja. Aber wir haben es auch geschafft und jetzt sind wir auch, wie gesagt, schon gleich, ja, ich weiß nicht, vielleicht noch eine halbe Stunde oder so sind wir, denke ich, im Auto. Was? Ja, ich drehe mal die Kamera auf. Sieht es hier gerade aus und wie gesagt, da aus dem Wald kamen wir gerade, da sind wir von ganz oben dann hier runter und so sieht es hier aus. Da ist der Felix mit der Kraxe, die Kleine ist auch schon lange wieder wach, tun so ein bisschen rum und ja, hier sieht das jetzt so aus. Ah genau, hier geht's hoch. Aber wir wollen, da seht ihr übrigens die Jännerbar, mit der kann man eben noch komplett hochfahren, aber das war uns zu blöd. Auf diesem Berg waren wir übrigens gestern, vorgestern, ist der Grünstein, also er sieht von hier aus wirklich popelig aus. Aber er war halt auch schon ganz schön heftig und wir gehen jetzt hier. Ja, wir sind halt von ganz unten bis ganz nach oben, also das war halt auch eine ordentliche Tour. Und jetzt hier seht ihr das, den roten Punkt und es steht 35 Minuten noch. Ja, habe ich ja ganz gut geschätzt in meiner halben Stunde. Und das heißt, wir werden jetzt hier weitergehen. Hier seht ihr, hier roter Punkt wieder, ne? Eher so Kuhwege, also irgendwie Wege, die die Kühe so gemacht haben. Weil es hier halt mal so eng ist und auch mal so kreuz und quer. Ja, das hier geht jetzt echt, das ist eben was schlimmer, weil man hat halt eben ganz viele Wurzeln gehabt und so.
Ja, und dann gucken wir halt mal hier so runter. Und da, wo ihr den Weg seht, da unten, da sind wir auch gleich schon wieder fast am Ziel. Also da endet dann dieser Weg hier und dann gehen wir wieder hier auf diesen normalen großen Weg. Und dann sind wir auch schon fast am Auto. Da sind es vielleicht noch eine Viertelstunde oder so, würde ich jetzt mal sagen. Dann geht es nochmal hier durch den anderen Wald durch bis auf die andere Seite da hinten. Genau. Und im Winter springen die hier übrigens mit den Skiern runter. Nee, nicht springen. Also fahren sie hier, wie sagt man? Fahren. Fahren mit den Skiern runter. Hier ist so ein Skilift. Seht ihr das hier? Und dann springen die hier runter. Fahren hier runter. Springen tun sie nicht. Ja, sie fahren hier runter. Und dann dazwischen, zwischen diese Zäune da durch und dann nach unten. Aber jetzt ist ja kein Winter. Deswegen kann man hier problemlos wandern. Oh, dieser Ausblick, Leute. Krass. Obwohl es heute so ein bisschen bewölkt ist, ne? Finde ich. Der Watzmann ist ja komplett. Ja, der Watzmann, der größte hier, ist einfach so ein bisschen verdeckt. Aber es ist trotzdem schön. Oder? Was sagst du? Ich finde schön. Ja. Da kommen schon wieder Kühe. Und hier seht ihr nochmal den Weg. Ne? Das ist halt einfach so ein, ja, eher sieht ein bisschen ungewollt aus sozusagen. Ist dann einfach ein bisschen anstrengend, ne? Aber passt schon. Hier kommen die Kühe gleich und da unten sieht man auch schon so ein bisschen gleich den Königssee wieder. Schnell runter zu meinen Mäusen hier. Hier wieder in den Wald, wie ihr seht, und dann sind wir auch schon fast da. Also dann geht das jetzt hier wieder über die Wurzeln entlang. Hört man auch schon wieder den Wasserfall von eben. So, hier seht ihr es, ne? Ist einfach so über ein bisschen Wurzeln drüber, wie die Natur es eben halt vorgibt. Das ist dann halt einfach so ein bisschen durch den Wald. Sagen, jetzt wo ich die Kühe hier schon wieder höre. Ich finde es so schön, dass die hier sozusagen so frei laufen, dass sie einfach hier so, ja, mit uns Menschen sozusagen einfach rumlaufen können. Die hauen auch nicht ab, hier sind auch kaum Zäune und so. Das finde ich einfach so schön, dass die hier so, ja, einfach frei sind. Und in der Natur hier einfach, ja, grasen können und so. Finde ich ganz toll. Seht ihr übrigens nochmal so eine Stufe, die ich meine. Also hier geht es schon ein ganz schönes Stück runter. Aber wie gesagt, wie die Natur es halt vorgibt. Ja, und dann sehen wir auch schon wieder den Weg. Also es ist echt nicht mehr so viel. Und das schaffen wir jetzt auch noch. Das kleine Stückchen. Und dann gleich nochmal unten schön an der Quelle abkühlen. Ich habe vorhin an der einen Quelle auch Wasser geholt. Und das war eiskalt, weil das ist der Tauwasser von oben, von den Bergen. Und das ist eiskalt und das ist so schön. Und das schmeckt vor allem so gut. Okay, dann gehe ich mal hier noch. Mal gucken. Hier ist wieder so eine große Stufe und damit fühle ich es nicht so mit der Kraxe runter. Kann ich auch voll verstehen. Ich muss übrigens mal meinen großen Respekt äußern, dass der da mit 15 Kilo hinten auf dem Rücken hier so hoch geht. Ich habe ja meinen kleinen Rucksack und das ist auch schon ein bisschen anstrengend, aber Felix da, ne? Nee. Mit deiner Kraxe und mit der Kleinen, die allein schon 5 Kilo wiegt, 12 Kilo wiegt die Kleine. Das ist wirklich mega, mega krass. Schaut mal, wie er das macht. Ja, ich bin auf jeden Fall mega stolz auf ihn. Dass er das so durchzieht, hätte ich auch nicht gedacht, dass er das so schafft. Aber, ja, jetzt sind wir langsam schon in Übung, ne? Ja gut, Felix ist ja schon öfters gewandert, auch als Kind, aber trotzdem mit Kraxe ist natürlich auch wieder was anderes. Das glaube ich auch. Ich habe auch Rückenschmerzen allein nur durch den Rucksack. Ja, deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das mit der Kraxe echt nicht so leid ist. Ich habe die einmal aufgehabt, die Kraxe mit Lia drin. 5 Minuten mal in der Wohnung und das war schon echt heftig. Also war ich froh, wenn ich die wieder runter habe. Wenn ich mir dann vorstelle... Das ist echt schöner als normale Tragen oder so. Die ganze Zeit spürt man da relativ wenig von, dass du was dabei hast. Ja, ich finde das auch schöner mit der Normal, also als mit einer normalen Trage. Aber dauerhaft ist natürlich irgendwann
gemerkt, dass man Gewicht hätte. Ja, klar. Das sind halt, wie gesagt, 15 Kilo, also 12 Kilo Lier und dann hat er noch Trinken unten drin und die Kraxe selber wiegt, glaube ich, auch über 2 Kilo. Ja, so, und jetzt gehen wir erstmal runter und dann melden wir uns, wenn wir unten sind. Ja, ich sehe das doch. Passt aber mit Mucki locker durch. Aber es geht hier nochmal schön im Wald, schön kühl. So, wir sind schon mal aus dem roten Bereich raus. Hier ist jetzt der normale Weg. Immer schön Schatten, ne? Ja. Jetzt wenigstens. Und jetzt die Quelle, die ich meinte. Da werde ich mir so mal kurz die Hände abkühlen. Ist immer ganz angenehm, den Nacken ein bisschen.